So, in der neuen JBB One-Take-Analyse von JGigi gab es einen mysteriösen Anruf am Anfang. Wir schauen mal eben rein. Ja, hallo? Ja, moin, Jigi. Hey! Was geht ab bei dir? Ich chill, du? Ich hab mir mal gerade mit meinem Management hier deinen Song reingepumpt, ey. Okay. Ich hab auf jeden Fall Bock, die Hülle abzureißen. Böse! Ich hab mir den Beat gerade klar gemacht und ich werde da mal heute ein bisschen dran rumschleifen, mein Boah, Freund. Freu ich mich. Let it burn, baby. Ich reiß die Hütte ab, Bro. Okay. Hörer war kein geringerer als Entertainment. Damit dürfte es amtlich sein, dass beide Lyrikgiganten zusammen einen Track machen werden. Wann der rauskommt, ist noch nicht bekannt. Ente arbeitet gerade an Feder Gottes 2 und auch Jigi wird bald ein Album veröffentlichen. Wir dürfen also gespannt sein, was für lyrische Akrobatik die beiden aus ihren Goldkehlen zaubern werden. Cassius Clay ist im JBB weitergekommen und wird auf den Sieger bzw. Siegerin des Battles zwischen Sly und Richard treffen. In der Zwischenzeit legte der Kölner mit dem Track Laber mich nicht voll nach, auf dem er Twizzy featured. Wir hören mal kurz in die wunderschöne Hook rein. Also Junge, komm mit rum und ich mach dich zu einer Bitch, weil mich nicht interessiert, was du für ein Motherfucker bist. Will kein Liken, du dich triffst, denn du hast keinen Erfolg. Mann, ich schluck auf dich herunter, also laber mich nicht voll. Deine Platten waren mein Gold. Schön, laber mich nicht voll. Was im AMG auf voll. Schön, laber mich nicht voll. Ich frag mich, was das soll. Junge, laber mich nicht voll. Bitte, laber mich nicht voll. Was? Und wer ganz genau im Video hingeschaut hat, könnte Neo entdecken. Wie gesagt, könnte. Konjunktiv. Und auch Amigo bringt nach seiner JBB-Runde ein neues Video an den Start. Der Track heißt Facebook und wurde wieder von Venom Pictures gedreht. Wer sich neben dem Musikvideo für Amigos Interview interessiert, dem packe ich das komplette Interview unten in die Videobeschreibung. Und zu guter Letzt kommen wir zum JBB 16. Battle zwischen Sly und Richard. Ich persönlich habe mich auf das Battle der beiden gefreut und es wurde auch ein sehr unterhaltsames Battle. Richard konnte seinen Charakter durch das Venom Pictures Video wieder einmal unterstreichen. Allerdings sehe ich persönlich Sly hier in diesem Battle vorne und zwar aus mehreren Gründen. Ich fand die Videoidee mega nice, dass Zepter erst als Zuschauer zuschaut und dann selbst ins Geschehen mit einer Hook gegen Richard eingreift. Dann war die Mische von Sly mega gut, sie hat eine mega krasse Steigerung zur Quali hingelegt, besonders was die Punchlines angehen, die sie sehr routiniert delivered. Die beste Line war die hier. Kapierst du nicht, Moneyboy zu kopieren ist nicht cool. Wenn ich was kopiere, dann dich, doch schreib kopieren mit einem U. Kopieren ist die Beschneidung eines Hundes. Allein für diese Line mit dem Moneyboy-Aufbau davor verdient sie 30 Punchline-Punkte. Nicht ganz entgangen ist mir die Diskussion um ihren Text. Ja, der war 3 komplette Level über ihren Qualifikationstext. Klar, dass dann diese Ghostwriting-Sache wieder auftaucht, zu der ich auch schon ein Video gemacht habe. Ich werde die Sache nicht aufklären können, daher, Sly, wenn du das siehst, klär uns auf. Hast du den Text alleine geschrieben, geschrieben bekommen oder mit Kollegen zusammengeschrieben? Und euch frage ich mal, wen ihr besser fandet, Sly oder Richard. Oben rechts startet jetzt das Voting. Und an alle Rap-Anfänger, die sich auch so schnell wie Sly verbessern wollen, denen empfehle ich meine Insta-Story und den Hashtag BlubbisRapperTransformation. Dort beantworte ich viele eurer Fragen zum Schreiben von Rap-Texten. Schaut mal vorbei und schreibt mir gerne auch eure Frage per Direktnachricht und mit ein bisschen Glück seid ihr in der nächsten Insta-Story mit drin. By the way, danke für die 15.000 Konjunktivkrieger, die mir bei Instagram folgen. Richtiges Highlight. So machen wir weiter. Kanal oben rechts abonnieren und danke euch fürs Zuschauen.